Wir warten, Piero Parker und ich, Writing Bull, Reh und Amon, wir haben gewartet auf euch, liebe Zuschauer, schön, dass ihr euch endlich uns angeschlossen habt. Wir wollten eigentlich diese Folge schon vor einigen Stunden bringen, in der letzten Nacht, wir hatten uns extra die Wecker gestellt, ihr erinnert euch, letzte Nacht haben wir ja noch im Vollmondschein hier im dunklen Mondenlicht Civ 6 gespielt, aber da ist ja niemand von euch aufgetaucht, deshalb haben wir dann gewartet, bis jetzt. Bis zum nächsten Tag, bis die Sonne wieder am Firmament stand. Schön, dass wir jetzt euch begrüßen dürfen, schön, dass wir weitermachen können. Und wir haben nicht nur auf euch gewartet, wir warten immer noch auf die Perser. Ja, denn die sind hier in der letzten Runde als neue feindliche Fraktion in diesem Spiel aufgetaucht. Wir wähnten uns gerade schon siegessicher und haben geglaubt, das Ding hier einfach noch eben schnell nach Hause zu fahren. Und dann tauchten plötzlich Perser auf, haben direkt einen unserer Speer, der todesmutig sich an dem großen General der Perser noch entgegengeworfen hatte, befriedet, wie du so schön in der letzten Folge gesagt hast. Und nun stehen wir hier und wissen nicht, wie uns geschieht. Die persische Invasion, die wir hoffentlich abwehren können, ehe wir noch unseren Sieg noch davontragen. Hoffentlich klappt das. Toi, toi, toi. Hier in Kerma, ein Handwerker wurde abgeschlossen. Gott sei Dank nicht eingeschlossen, sondern nur abgeschlossen. Und wir bauen nur weiter fleißig alles, was uns nichts kostet, nämlich bitte die Bogenschützen. Wir können in Schad, da wurde das Weltwunder Gebel Barkal Ende der letzten Folge abgeschlossen. Ein historischer Augenblick. In Deathlab hat es sich für euch schon gelohnt, hier immer weiter und weiter dieses Let's Play zu gucken. In Sedinga auch ein Handwerker fertig. Hauen wir gleich noch was raus, ein Petar die Bogenschützen. Lassen Reh, Piero Parker einfach nicht zu Wort kommen, der sich auch kaum traut, dazwischen zu quatschen, finde ich sehr anständig von ihm. Bauen hier noch einen weiteren Petar die Bogenschützen. Hauen hier außerdem in Charouen noch einen weiteren Schwertkämpfer raus. Könnten wir es, aber wir müssen erstmal die rausziehen. Wohin schicken wir einen Gesandten? Nach? Und schau mal, das hat jetzt Reh, Piero, entscheidenden Einfluss dafür, wie viele Runden wir noch brauchen. Die Aktion, ja, dieser Klick. Genau, denn jetzt müssen wir mal ein bisschen rechnen. Schau mal, wir haben 403 Punkte, Glaubenspunkte gerade 280. Kostet gleich der nächste Tempel, bleiben 123, sind dann noch 154 in der nächsten Runde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir hier jetzt noch einen Gesandten hinschicken, dann verdienen wir in On die paar Glaubenspunkte mehr, die sonst dazu führen würden, dass wir uns noch eine Runde weiter schleppen müssten. Das wird jetzt nicht erforderlich sein. Jede heilige Stätte produziert zwei zusätzlichen Glauben. Wir haben eine Flut von heiligen Städten. Wie viel mehr wird es als 154 sein? Wird uns gleich nach der Aktualisierung angezeigt. Dauert noch einen kleinen Moment. Vielleicht kann ich das beschleunigen durch schnelles, hektisches Herumklicken. Funktioniert nicht. Prima, danke Programm. Ach, ich weiß mal, wie wir das beschleunigen können, indem wir einfach den vorletzten Tempel schon mal bauen. Das ist eine sehr gute Idee. ...123 Punkte dazu, wenn ich mich jetzt auf die Schnelle nicht verzählt habe, bedeutet, in der nächsten Runde bauen wir den finalen Tempel. Das heißt, dass ihr, liebe Zuschauer, in der letzten Folge dieses Let's Plays angekommen seid und das mit uns gemeinsam ein wenig zelebrieren könnt jetzt noch. Ein bisschen Wehmut überkommt mich jetzt auch. In der Tat. Ja. Viele Jahrhunderte habe ich mit dir geteilt, Seite an Seite. Ja, brüderlich und schwesterlich haben wir hier zusammen nicht nur unsere gemeinsamen Tempel. Ist ja nicht so, dass du einen hättest und ich einen, sondern wir jeder haben sieben, bescheiden wie wir sind, brauchen nur sieben Tempel, die wir uns dann allerdings teilen. Das heißt, jeder kriegt dreieinhalb, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, wenn jetzt die Let's Play-Reihe vorbei ist, wenn wir dann unser Hab und Gut dann aufteilen. Also ich glaube, ich nehme die dreieinhalb nördlichen und die dreieinhalb südlichen Tempel, vielleicht kriegen wir das irgendwie so hin. So quasi Ehegattensplitting sozusagen. Auf Nubisch. Genau, aber will sagen, hat doch wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Diese historischen Szenarien in Civilization 6 finde ich aber auch sehr gelungen und dieses hier finde ich sehr spannend, weil dann doch immer wieder neue feindliche Fraktionen auftauchen, wobei, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die hätten ruhig ein bisschen stärker sein dürfen, oder was ist deine Meinung dazu? Die trafen aber auch auf zwei einfach weit überlegene Gegner. Die zwei weit und breit in ganz Nubien und in ganz Ägypten waren noch, glaube ich, keine besseren Civilization-Spieler zu finden als wir beide. In diesem Zeitalter. Richtig, genau. Ist das eigentlich hier Civ minus 800, das wir spielen? Was meinst du? Ja,
Wahrscheinlich, ja. Also Sid Meier ist noch ungefähr 2500 Jahre von seiner Geburt entfernt zu dieser Zeit. Also du und ich sind hier die Erschaffer von Civilization, nicht irgendein ominöser Sid Meier. Wer ist das? Hältst du es für möglich, dass irgendwann mal die Zeitrechnung der Menschheit, das dann nicht mehr heißt nach Christi Geburt, sondern nach Sids Geburt? Das wäre angemessen, ja. Das war eine Fangfrage. Die richtige und charmanteste Antwort wäre natürlich gewesen nach WBs Geburt. Ach, Daniel, wenn du nicht so bescheiden wärst. Dann müsste man mich erfinden. Tja. Oh, da ist ein barbarischer Speer. Ich finde, den können wir noch mitnehmen. Ja. Er braucht aber ein bisschen Unterstützung. Alleine? Oh, tatsächlich. Alleine hat er das echt nicht geschafft. Dieser Pitati-Bogenschütze macht es aber allerdings wahrscheinlich alleine. Ja. Dann muss er ja gar nicht rüber. Macht es doch noch und buddelt ein wenig nach den Knochen von Blondie. Ein libyscher Rambock war da gerade noch zu sehen, ganz kurz. Was mich echt ein bisschen juckt, ist, dass wir Theben nicht eingenommen haben, aber wir haben es aus sportlichen Gründen nicht gemacht. Wir hatten ein höheres Ziel. Genau, denn wenn wir Theben eingenommen hätten, dann hätten wir dieses Szenario auch gewonnen, aber irgendwie nicht auf die Art und Weise, wie wir es gerne wollten. Zwei Siegmöglichkeiten gibt es hier ja. Einmal eben durch den Bau dieser Siebentempel an Amun-Re und eben natürlich auch den Herrschaftssieg klassischerweise. Hätten wir Theben eingenommen, dann hätten wir also auf diese Weise gewonnen. Naja, wir wollen natürlich uns das höhere Ziel zu eigen machen, nämlich hier diese sieben Tempel fertigstellen. In der nächsten Runde ist das geschafft. Da steht noch ein Speerkämpfer, der kann befördert werden, natürlich. Aber weißt du, was mich doch jetzt gerade sehr, sehr stört, wenn ich mir diese Minimap mal anschaue, ne? Ja. Ich hatte dir doch gesagt, dass es mein innigster Wunsch ist. Ja. Ja, am Ende dieses Let's Plays keine Pipi-Flecken mehr auf dieser Minimap zu haben. Pipi-Flecken? Glaubst du, ich hab da drauf uriniert auf meinen Bildschirm. Jetzt ist was hast du für obskure Fantasien? Ich bin zutiefst erschüttert. Komplett übersät mit unerkundeten kleinen Flecken, in denen theoretisch noch irgendwelche Tyrannen hausen können, irgendwelche Barbaren, die uns dann demnächst hinterrücks überfallen, nur weil wir es für wichtiger gefunden haben, Gebel Barkal irgendeinen Stein auszuhöhlen und da Feuer drin zu entzünden. Also, was haben wir getan? Warum haben wir denn diese letzten Flecken hier nicht erkundet? Ich vermute, weil einer von uns beiden es für völlig unwichtig gehalten hat. Oh Mann, und wer war dieser eine? Ich. Schäm dich. Ja, das widerspricht jetzt dem. Eine Goldmine wird noch errichtet hier. Ja. Du möchtest in die sieben Tempel, dann möchtest du natürlich überall goldene, weiß ich nicht, Bonbons aufhängen oder was hast du vor? Bonbons, nein, Bonbons hänge ich da natürlich auf. Da hast du völlig recht. Mal schauen, ob wir hier nicht dort den einen oder anderen kaum bewaffneten barbarischen Speer massakrieren können. Wer weiß, wer da unten alles noch wohnt, in diesen ganzen unerkundeten Gebieten. Wahrscheinlich. Vielleicht sind da diese Reptilwesen, die schon seit Ewigkeiten, diese reptilähnlichen Aliens, die die Welt beherrschen. Meinst du, da ist irgendwo der Eingang zur hohlen Erde? Wer weiß das schon. Könnte durchaus sein. Hast du gerade zur Mittelerde oder zur Hohlerde gesagt? Zur Hohlerde, ne? Hohlerde, ja. Mhm. Was ich sehr schade finde hier bei Civ 6, dass man die Landkarte nicht nach oben ins Scrollen kann. Ich würde gerne gucken, ob es damals in der Antike schon Chemtrails gegeben hat. Und ich hätte jetzt, wir haben jetzt vergessen, hier Schwertkämpfer zu kaufen. Oh, wir können noch. Wir können noch welche kaufen. Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Was wäre nur ohne diese Schwertkämpfer jetzt? Das wäre ganz knapp geworden. Ganz übel wäre das ausgegangen hier. Jetzt aber Runde weiter. Wir schauen, was die Perser machen. Ihr Libya Comet, heißt es ja immer zum Weihnachtsfest hier, im Lande Kanaan. Ja, genau. Das war schon. Die kommen nicht. Nichts. Meinst du, sie haben Angst vor uns? Das würde ich nicht für ganz ausgeschlossen halten, aber bevor ich mich hier nochmal durch alles durchklicke, ich denke, wir können die Sache auch ein wenig beschleunigen, oder? Was meinst du? Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ab nach, wo muss der letzte ägyptische Tempel entstehen? In Nechen, glaube ich.
Hier, ganz genau. Habe ich gerade ägyptisch gesagt? Das weiß nicht. Ich habe einen Moment nicht zugehört. Ich bin ganz versunken in meiner eigenen Frömmigkeit und in der Ehrfurcht vor der historischen Tat, die wir gleich vollbringen werden. Schau mal hier. O Re. O Amun. Möchtest du die entscheidende Handlung durchführen, nämlich mich bitten, hier zu klicken? Oh, bitte, großer Amun, klicke und bau damit den letzten großen Tempel an uns beide. Wir haben das Grundbedürfnis, an etwas Größeres als uns selbst zu glauben. Wir suchen Trost in der Dunkelheit, ein Licht auf unserem Weg. Dank euch, große Anführer, haben wir Sinn inmitten des Kosmos gefunden. Gaben des Nilsieg. Nubisches Reich. Amun. Okay, hier steht Amun, aber gemeint ist natürlich Amun und Re. Meine ich mal. Oder die können doch nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Programm Bescheid weiß, wer von uns beiden die wichtigere Person ist. Ich bin entsetzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die haben allen... Das hast du... Du steckst doch mit denen unter einer Decke. Gib's doch zu. Das ging dir leider öfters, dass du nicht so richtig wusstest, was zu sagen. Vielleicht steht deshalb hier Amun. Ja. Vielleicht wird deshalb hier Amun gehuldigt. Frechheit ist das. Ja, gut, dann nimm doch deine Tempel. Mach doch mit ihm, was du willst. Eine große Pyramide wurde gebaut und wir feiern unsere Errungenschaften. Schauen uns aber auf jeden Fall an die Statistik. Die vielen Gegner, die wir hatten. Oh, schau mal hier. Das sind, glaube ich, die Stadtstaaten. Das sind die Herrschaften. Oh, Augustus Cäsar. Aha. Und Kambyses? Wer ist denn Kambyses? Den haben wir, glaube ich, auch nicht kennengelernt. Auch Alexander den Großen nicht. Er blieb anscheinend Alexander der Letzte und kam zu spät. Oder Alexander der Späte. Und Osorkon, war das der... Nee, wer ist denn das? War das der Libyer? Du stellst Fragen. Ich glaube, der Libyer, der war... Könnte sein. Muss wohl so sein. Zumindest von der Farbe passt das noch am ehesten. Das sind alles die Stadtstaaten. Das sind wir hier oben, Cleo und Amanitore. Und das sind die ganzen Herrschaften, denen wir zwischendurch begegnet sind. Und die hier in der Mitte, das sind die, denen wir begegnet wären, hätten wir getrödelt. Ich wollte gerade sagen, vermutlich waren wir zu schnell für dieses Spiel. Meinst du, die Entwickler haben uns nicht zugetraut, dass wir hier schon in Runde, ich weiß nicht, 87 jetzt, glaube ich, dieses Spiel gewinnen? Wir sind einfach die schnellsten Let's Player unter der Sonne. Niemand spielt irgendein Computerspiel so schnell wie wir beide. Ja. Sagen auch die Zuschauer immer wieder, die fordern immer, spielt doch ein bisschen langsamer, wir kommen kaum mit, so hektisch wie er klickt. Ja, Wahnsinn. Viele fordern uns auch auf, mehr zu reden bei den Let's Plays und nicht so schnell zu ziehen. Mhm. Schau mal, wir sind, glaube ich, überall sind wir die Krone der Schöpfung hier. Ich würde gerne klicken auf nur noch eine Runde, weißt du warum? Lass mich raten. Du würdest gerne nochmal Kleopatra nochmal einen Besuch abstatten. Ja, würde ich gerne. Aber es geht nicht. Es bleibt uns leider verwehrt. Ein Klick ist nicht möglich. Schade, schade, schade. Das hätte ich auch gerne gesehen, dass wir da nochmal... Du hattest ja Themen, haben wir ja Runde für Runde dank deiner Zwangsneurose ja beschießen wollen, beschießen müssen ja aus einem inneren Zwang heraus. Und hätten jetzt natürlich nur noch mit einem Zug letztlich dann Themen vielleicht doch noch sozusagen so auf den letzten Metern dann doch noch befrieden können, unser Reich unserem Reich anschließen. Tja, klappt leider nicht. Im Standardspiel geht's hier in diesem Szenario nicht. Sehr, sehr traurig. Aber sag mal, wo jetzt unser Let's Play Together mit Civ 6 beendet ist und wir uns ja eigentlich so gut verstehen, hast du nicht vielleicht Lust, spontan einer Einladung von mir zu folgen und bei einer einzigen Solo-Ehrenfolge meines XCOM 2 War of the Chosen Let's Plays als Stargast aufzutreten? Ja, sehr gerne. Es wäre mir eine große Ehre. Sollen wir die jetzt aufnehmen? Das können wir machen. Wir nehmen sie sofort auf. Welche das ist, das verraten wir nicht. Klickt einfach mal alle Videos dieser Let's Play-Reihe durch, die es bei War of the Chosen gibt, und vielleicht stoßt ihr drauf. Was für eine billige Werbung. Aber ja, gute Idee. Funktioniert immer wieder. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Danke an Piro Parker fürs Mitmachen. Und unser nächstes Let's Play Together, das Richtige, nicht nur ein Einzelvideo, kommt sicher schon bald. Könnte ich die Behauptung raushauen, es könnte Civ 6 sein? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ganz geheimnisvoll. Ganz geheimnisvoll. Ade, ade, euer WB. Tschüss.